Herzlich willkommen zu dieser geführten Meditation. Wenn du dich gerade traurig fühlst oder trauerst oder irgendeine ähnlich starke Emotion verspürst, dann ist diese Meditation genau richtig für dich. Diese Meditation kann dich dabei unterstützen, all die Gefühle anzunehmen, die momentan da sind. Und das auf eine offene, erlaubende und anerkennende Art und Weise, sodass mit der Zeit die Intensität der Emotionen nachlassen kann, ganz natürlich. Du kannst diese Übung, diese Meditation auch machen und anwenden, wenn du körperliche Schmerzen hast. Es geht darum, mit dem Gefühl der Verletzlichkeit vertraut zu werden und es zu begrüßen. Auch wenn wir wütend sind, steckt meist dahinter die Angst, verletzt zu werden. Es ist wichtig, mit dieser Verletzlichkeit und Offenheit Frieden zu schließen und dir gewahr zu werden, dass es sicher ist, genau das zu fühlen, was du gerade fühlst. Ich lade dich nun ein, sanft deine Augen zu schließen, wenn du es nicht bereits schon getan hast. Diesen Moment genau so anzunehmen, hier und jetzt. Und dir absolut zu erlauben, all das zu fühlen, was du gerade fühlst. Atme ein. Und lasse alles hinaus beim Ausatmen. Vielleicht möchtest du auch dabei seufzen. Tauche ein in deine Körperwahrnehmungen. Und vielleicht möchtest du dafür eine oder beide Hände auf die Mitte deiner Brust legen, auf die Herzgegend. Schenke dir selbst diese Unterstützung. Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Fühle, wie du dich selbst hier und jetzt hältst. Wenn es sich gut für dich anfühlt, dann streiche sanft mit deinen Händen deine Oberarme und Schultern entlang. Vielleicht willst du dir auch eine Umarmung schenken, indem du deine Arme um dich schlingst. Spüre, wie sich diese Berührungen auswirken. Vielleicht möchtest du sanft mit dem Oberkörper von einer zur anderen Seite schwingen. Und sprich in Gedanken: Ich bin hier. Ich bin ganz hier. Ich bin jetzt hier. Alles ist in Ordnung. Ich bin sicher. Ich bin geborgen. Jetzt. Hier. Und
wenn gerade die Emotion der Trauer oder Traurigkeit vorherrscht, dann spür mal nach, ob Tränen kommen möchten. Und wenn ja, dann sei ganz offen dafür und lasse sie fließen. Weinen ist erleichternd und gesund. Es löst Anspannungen auf. Sogar Stresshormone werden über die Tränen aus dem Körper entlassen. Das macht das Weinen essentiell bei der Verarbeitung von Emotionen. Sei dir einfach ganz bewusst, dass du hier und jetzt sicher bist, das zu fühlen und dem freien Lauf zu lassen, was kommen will. Atme ein paar Mal tief ein und durch den Mund aus. Vielleicht wieder mit einem Seufzen. Du kannst alle Geräusche machen, die dir gut tun. Erlaube dir das jetzt einfach. Vielleicht sogar zum allerersten Mal. Das ist Anerkennung, die du dir gerade schenkst. Eine Form von Liebe. Fühle und erlaube auch sämtliche Bewegungen, die jetzt kommen wollen, die dir gut tun. Vielleicht ein sanftes Vor- und Zurückschaukeln. Erlaube es einfach, ohne groß darüber nachzudenken. Selbstverständlich erlaube dir auch zu zittern. Gefühle werden gerade verarbeitet. Der Körper stellt sich neu ein. Folge einfach dem, was gerade in dir aufkommt. Alles ist in Ordnung hier und jetzt. Du bist sicher. Du bist in Ordnung. Du bist gerade mit dir selbst in diesem Augenblick. Mit all deinen Erfahrungen ganz präsent. Nun schau mal, ob du eine Geschichte, einen Gedanken oder einen Glauben wahrnehmen kannst, der sagt, dass diese Gefühle, die du gerade spürst, niemals vorbeigehen werden. Wenn ja, dann werde dir einfach gewahr, dass du solche oder ähnliche Gedanken nicht zu glauben brauchst. Du bist gerade mitten im Auge des Sturms. Der Schmerz wird sich wandeln, ist gerade dabei. Genauso wie sich alles im Leben auf natürliche Weise immer wieder wandelt, wenn wir nicht festhalten, sondern loslassen
indem wir anerkennen, was im gegenwärtigen Moment ist. Und anerkennen heißt nicht, dass du dich dem momentanen Gefühlszustand für immer verschreibst und sich der Rest deines Lebens genau so anfühlen wird. Nein, akzeptieren und anerkennen bedeutet, zulassen, was ist, und dem, was gerade ist, ins Gesicht zu sehen, es anzunehmen. Es kann dich nicht bedrohen. Akzeptieren bedeutet, deine jetzige Lebenserfahrung anzuerkennen und deine Wahrheit zu erlauben. Eine der höchsten Formen von Anerkennung. Das Leben verändert sich ständig. Gefühle und Seinszustände verändern sich mit der Zeit. Körperempfindungen wandeln sich. Auch wenn die Veränderungen am Anfang manchmal klein oder kaum wahrnehmbar sind, immer herrscht Wandel im Leben, auch in dir, auch in deinen Gefühlen. Einfach alles, was jetzt gerade ist, die volle Erfahrung, ohne auf Veränderung zu hoffen oder auf Veränderung zu bestehen. Du brauchst jetzt gerade gar nichts tun, außer zu sein, deine Aufmerksamkeit auf dein Fühlen zu lenken. Und spüre mal in deinem Körper nach, wo das Gefühl oder diese Gefühle sitzen. Vielleicht in der Brust oder in der Kehle, im Magen. Ist da Druck oder Enge? Vielleicht sind die Hände angespannt oder der Rücken. Und wie sieht es mit deinem Gesicht aus? Ist es angespannt? Die Stellen, die du gerade besonders bemerkst in deinem Körper, überall da sitzen die Emotionen. Auswirkungen davon. Und auch hier fühle und nimm wahr. Lass dich so gut es geht mit jedem Atemzug in deine körperlichen Wahrnehmungen sinken. Tiefer. Weiter. Kämpfe nicht dagegen. Du bist sicher. Du kannst jetzt völlig frei alles erkunden und ausdrücken, was sich gerade in deiner Lebenserfahrung zeigt. Und alles, was du gerade wahrnimmst, ist Teil deiner Lebenserfahrung. Wie Wellen im Ozean, wie fließendes Wasser. Bemerke die Wellen in deinem Körper, in deinem Atem. Diesen Fluss, diese Bewegung, die
dieser konstante Wandel, diese ständige Transformation. Atme und bewege dich sanft, wenn du magst, mit deinem Atem. Du bist vollkommen sicher. Und jetzt, wenn du es nicht bereits getan hast, dann lege beide Hände auf die Mitte deiner Brust und fokussiere dich auf dein Herzzentrum. Fühle diese Gegend, fühle die liebevolle Berührung, die du dir hier in diesem Moment selbst schenkst. Entscheide, dass du deine Aufmerksamkeit auf diese Stelle lenkst, sanft, absichtsvoll, hingebungsvoll. Du kannst das. Du hast immer die freie Wahl und kannst deine angeborene Fähigkeit nutzen, deinen Fokus dorthin zu lenken, wo du es möchtest. Fokus ist Energie. Und genau in diesem Augenblick schenkst du dir selbst deine Liebe, indem du dich auf dein wundervolles Herz konzentrierst. So lädst du es dazu ein, dass es sich noch mehr öffnen kann. Es geht jetzt nicht darum, irgendetwas loszuwerden oder dich von irgendetwas zu befreien, zum Beispiel von dem Schmerz. Oder irgendetwas, was im Moment spürbar ist. Es geht jetzt einzig darum, alles zu erlauben, was ist. Und deinen Fokus unabhängig davon auf das zu lenken, was dir gut tut und dich unterstützt. Alles, was ist, darf sein, wie es ist. Es ist erlaubt, nichts kann dich behindern. Erlaube alles, was du fühlst und konzentriere dich trotzdem weiter auf dein Herz. Kannst du dieses strahlende Licht in deinem physischen Herzen sehen? Golden und diamantweiß. Sieh einfach hin, es ist da. Und welche Größe hat es? Vielleicht die Größe einer Kerzenflamme oder kleiner oder größer? Unabhängig davon, welche Größe es hat, es ist da. Immer. Und wie kannst du dir da sicher sein? Einfach, weil es dich gibt, weil du hier und jetzt lebst,
weil du atmest, weil du das Bewusstsein bist, das gerade diesen Herzschlag und dieses Licht in dir wahrnimmt. Dein Herzlicht strahlt. Es fühlt sich warm, beruhigend und sehr wohlig an. Mitten in deiner Brust, so entspannend. Neben all dem, was sonst noch da ist. Dieses Licht, dieser Funke hat dein Leben initiiert und es hält dich am Leben. Diese Lebenskraft, dieser Herzschlag, diese Energie ist Teil der Energie, die dieses Universum erschaffen hat und in allem lebt. Diese Intelligenz beobachtet dich, ist bei dir, hier, jetzt und immer. In tiefer Bewunderung, in tiefer Liebe, ohne jegliche Verurteilung oder Bewertung. Du bist stets verbunden mit allem, warst niemals alleine. Atme weiter sanft in dein Herz. Und mit deinem Herzen und fühle, wie dich die Berührung deiner Hände stützt und dir Halt gibt. Nun erinnere dich an die Stellen im Körper, wo du Schmerz, Spannung, Druck oder Enge wahrnehmen konntest. Sieh, wie das Licht aus deinem Herzen herausfließt, zu diesen Stellen und in sie hinein, wie es sie einhüllt. Mit liebevoller Annahme und Wärme. Dieses Herzlicht verdrängt nichts. Macht nichts weg oder kämpft. Es fließt sanft und erkennt alles an, was ist. Umarmt jeden Schmerz, ohne etwas zu wollen. Es bietet sich diesem Schmerz an wie ein Geschenk. Das ist die Unterstützung, die du dir selbst gerade schenkst. Deine Kraft, deine Liebe. Spüre, wie das Licht beginnt, nun deinen gesamten Körper einzuhüllen. Deinen Brustraum und darüber hinaus. Kugelförmig, strahlend. Du bist sicher. Du bist genau richtig. Du bist willkommen und genug, so wie du bist. Hier, jetzt und immer. Nimm wahr, wie das Licht noch heller und intensiver strahlt mit jedem Einatmen und jedem Ausatmen.
das Licht dehnt sich kugelförmig in und um deinen Körper herum aus. Ausatmend, das Licht strahlt kraftvoll. Fühle die Erleichterung, die Geborgenheit. Fühle die Umarmung. Zusammen mit allen Emotionen und Wahrnehmungen, die ebenfalls da sein dürfen. Dieses Licht, dein Licht, dehnt sich weiter aus in deinen Hals, deinen Unterleib. Einatmen, ausatmen. Die Lichtsphäre umhüllt nun auch deinen Kopf, deine Arme, deinen Rücken sowie deine Beine und Füße. Sieh, wie jede Zelle in deinem Körper von Licht erfüllt ist und strahlt. Warm, angenehm. Du bist dieses Licht. Du bist immer ganz heil und immer genug. Du bist sicher. Du bist Liebe. Sieh, wie alles in dir, aller Schmerz, alle Trauer, alle anderen Emotionen, die da sind, im Licht baden, ohne dass da eine Forderung wäre, dass sie sich verändern sollen. In diesem Licht, in diesem Bewusstsein gibt es kein Müssen, kein Sollen und kein Nicht-Dürfen. Alles darf sein, wie es ist, und du bist sicher und getragen. Das Bewusstsein, das alles wahrnimmt. Veränderung findet dann statt, wenn du ganz präsent bist mit dem, was ist, anerkennend, akzeptierend, ohne an irgendeinen Gedanken oder Glauben festzuhalten, dass es anders sein müsste, als es gerade ist. Erwarte nichts. Sei einfach mit dem, was ist, hier, jetzt, getröstet, gehalten, eingehüllt im Licht. Vielleicht gelingt es dir, eine interessierte und offene Haltung gegenüber deinen momentanen Erfahrungen einzunehmen. Aus dieser Sicherheit heraus, getragen zu sein. Und auch wenn du das noch nicht möchtest, ist das okay. Du kannst immer deine innere Einstellung wählen. Wisse, dass dieses Bewusstsein deine Essenz ist, hier und jetzt, immer. Diese göttliche Liebe, diese Einheit mit dem göttlichen Bewusstsein, das alles unvoreingenommen betrachten
frei wählen kann, was jetzt zum höchsten und besten Wohle dient. Und so oft ist es ganz einfach nur die Erlaubnis zu sein, die es gerade braucht, von dir. Und du hast gerade dein Bewusstsein, diese Liebe aktiviert mit deiner Intention, deinem Fokus. Du bist aus dem Weg gegangen, indem du dich nicht auf deine Gedanken und Interpretationen, sondern auf deine Gefühle, Bedürfnisse und auf deinen Körper konzentriert hast. Dadurch kann deine Essenz strahlen, so wie jetzt. Wenn es dich unterstützt, dann kannst du dir jetzt eine gute Kraft vorstellen, die hinter dir steht. Versuche sie wahrzunehmen, indem du deinen Rücken spürst . Vielleicht ist es ein Engel, der dich mit seinen Flügeln einhüllt . Vielleicht eine liebende Person, die dir ihre Hände stärkend auf die Schultern legt . Oder jemand oder etwas anderes. Versuche, die Energie in deinem Körper zu fühlen, dort, wo du die Unterstützung erhältst. Nimm die Erleichterung wahr, wie gut es sich anfühlt, in Gemeinschaft zu sein. Immer noch von dem Gold, diamantweißen Licht in deinem Herzen erfüllt. So erkennst du dich selbst in Liebe an mit allem, was da ist. Das ist es, was die Gefühle von dir brauchen. Anerkennung, Aufmerksamkeit, einfach mit ihnen und nicht gegen sie sein. Es braucht nicht viel. Du musst den Schmerz, die Trauer, das Unwohlsein nicht sofort heiß und innig lieben, nur zuwenden, statt abwenden. Nur erlauben, dass die Gefühle da sind, und offen sein, das reicht schon. Das kannst du, wenn du es möchtest. Und wenn du dich deinen Wahrnehmungen so offen zuwendest wie jetzt gerade, dann kannst du vielleicht schon wahrnehmen, wie die Intensität der Gefühle abnimmt. Jetzt können dir deine Gefühle zeigen, was du wirklich im Leben brauchst und möchtest. Sie können dir zeigen, warum sie da sind und welche Erkenntnisse und Botschaften sie für dich haben.
Sie können dir zeigen, welche alten Glaubenssätze erlöst werden wollen, losgelassen werden wollen, weil sie dir nicht mehr dienen und nicht der höchsten Wahrheit über dein Wesen entsprechen. So dass du dich selbst immer mehr und mehr wiedererkennst und fühlst. Dich an dein Wesen erinnerst auf dem Weg deines Lebens. Verbindest du dich mit dem, was in dir ist, so verbindest du dich mit dir selbst und deinem Wesenskern. Deine Körperempfindungen, deine Gefühle und auch deine Gedanken auf eine wertfreie Art und Weise wahrzunehmen, die nicht als gut oder als schlecht verurteilt, sondern sie wirklich nur wahrzunehmen und zu fühlen, hier und jetzt. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel dazu, dir wieder deiner Ganzheit, deiner Einheit bewusst zu werden. Und dir auch all der bisher unbekannten Botschaften und Antworten hinter dem, was du wahrnimmst, alle Weisheiten, alle Einsichten und Lösungen liegen immer hier und jetzt in dir. Deine Gefühle und Bedürfnisse können dir die Hinweise darauf geben, indem du dich durch das Fühlen, so wie sie sind, hier, jetzt, mit ihnen verbindest. Auch Trauer, Traurigkeit, Schmerz und alle anderen Gefühle, auch Freude, Wut, sie wollen angenommen werden. Du bist genau richtig. Du bist geliebt. Du bist Liebe selbst. Spürst du die Kraft dieser meditativen Übung? Sie ist ein Weg, der dich dabei unterstützen kann, dich selbst zu ermächtigen und in ein Gleichgewicht zu bringen. So verbindest du dich selbst mehr und mehr mit deiner wahren Essenz und kannst dich während deiner Lebenserfahrungen in all den Facetten deines Seins wahrnehmen. Immer bewusster. Jetzt gerade hast du dir selbst als Bewusstsein die sanfte und kraftvolle Weisheit deines Herzens zunutze gemacht. Dich selbst mit all deinen Erfahrungen so anzunehmen, ist die Basis für Heilung. Ist Heilung selbst, bedingungslose Liebe. Und so kann sich deine Essenz, deine Seele mehr und mehr völlig authentisch im Leben ausdrücken. Du verkörperst deine Seele,
Fühle die Erleichterung, die Freude, wie gut es sich anfühlt, einfach loszulassen, offen zu sein, ohne gegen irgendetwas kämpfen zu müssen.